Internet. Es sind schon wieder wir bei unseren Filmkritiker-Selbstgesprächen hier beim Filmfest München. Le Naufrage du Fol Espoir. Ich fand ihn super und du fandst ihn? Anstrengend. Das liegt mich daran, dass der Kollege Kurt zu alt ist. Der ist nicht mehr so gut mit so neuen Sachen. Das war überhaupt nicht neu, das war abgefilmtes Theater. Ja, das ist doch super. So viele Metaebenen auf einmal. Du hast Theaterschauspieler, die spielen Schauspieler, die in einem Film spielen, der gleichzeitig gedreht wird und das wird dann nochmal gedreht. Das ist doch großartig. Also es waren auch alle ständig, es waren immer so Theaterauftritte, es polterte immer so eine Gruppe rein und dann wieder raus. Ich fand den toll, der Film ist 3 Stunden lang. Ich vermute, er wird niemals das Kinolicht der Welt erblicken. Du hast ja noch einen Film gesehen, weil du nicht eingeschlafen hast. Museum Hours und ist von Jem Cohen. Das ist ein sehr dokumentarischer Film, was deswegen auch nicht verwundert, weil Jem Cohen vorher vor allem bildende Kunst gemacht hat und Dokumentarfilme gemacht hat. Man ist im Kunsthistorischen Museum in Wien unterwegs und bleibt dann an einem Wärter hängen und folgt dem einfach so durch sein Leben. Und dann gibt es eine zufällige Begegnung mit einer Frau aus Kanada, die nach Wien gekommen ist, weil ihre Cousine im Koma liegt. Und die beiden freunden sich an miteinander und verbringen einfach Zeit miteinander. Do you have any friends that you haven't seen for a while? Or that you don't even know where they are anymore? Sorry, I didn't mean to pry. Ah, that's fine. Das schleicht so dahin und ist so eigentlich ganz unspektakulär und denkt immer nicht, die spielen ja überhaupt nicht. Die sind einfach so. Da ist einfach jemand mit der Kamera dabei gewesen. Ja, ansonsten war der Tag heute immer noch sehr spannend. Wir haben ein paar Interviews für euch geführt. Mein schönstes Interview heute war natürlich mit dem eigenartigen Alejandro Chodorowski. Der hat mir so 20 Minuten lang erzählt, was er findet, was Film ist und was Film machen soll. Und dann hat er mir noch eine Rolle, also ich weiß nicht, ob mir oder meinen Brüsten, aber einen von uns beiden eine Rolle in seinem neuen Film angeboten. Ich kann nur eins sagen, ihr müsst euch dieses Interview anschauen, es ist sehr interessant.